Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei einer wunderschönen Folge Let's Play Pokémon Schwarz mit mir Dragonios und ich rolle das R heute extra für euch. Ich bin im Kampf gegen einen Pikachu und mein Kleinstein ist immer noch draußen. Es ist schön, also Kleinstein hier wird doch gewürdigt. So, okay. Ich werde weiter mit Kleinstein kämpfen. Hallo, der ist kurz vor Level Up. Das werde ich doch. Ich bin gespannt, wo mich Chris rausgelassen hat. Bam! 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 Tschüss, Pikachu! Hier mal getroffen, Pikachu wurde besiegt. Kleinstein erhält 400 Erfahrungspunkte. 33. Sehr schön. Okay, Emolga. Noch ein Schluck draußen. So. Nochmal einen schönen Pilzwurf. Oh, Doppelteam. Ich hasse Doppelteam. Doppelteam und Sandwirbel sind die nervigsten Attacken in ganz Pokémon. Ja, genau deswegen hasse ich Pokémon. Und schon wieder. Bitte, Kleinstein, triff. Bitte, Kleinstein, triff. Danke. Yay. Das zieht nämlich sowas von ab. Und Volltreffer auch noch. Emolga wurde besiegt. Kleinstein erhält 900 Erfahrungspunkte. Rui. Rui. Arg. So, White gewinnt. Mein Gott, das ist echt fix, wie schnell die da reden. Hier, vielleicht kann ein Pokémon-Team hieraus auch Bärenkräfte ziehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ob wir nach unten oder nach oben müssen. White verstaut das Item Rena-Bären in der Bärentasche. Solange ich genügend Natur um mich habe, fühle ich mich topfit. Vielen Dank, Mutter Natur. So. Wo sind wir? Ich sag heute schon wieder viel zu viel Lärm. Mein Gott. So. Auf Route 6 und wir wollen nach Panero City. Sind wir noch nicht weitergekommen? Okay. Ich dachte, wir wären weiter. Na dann. Die Deluxe-Relie-Tunnel sieht aus im ersten Blick wie ein Labyrinth aus, aber eigentlich gibt es nur einen Weg. Das stimmt. Und hier kann man, glaube ich, schlafen. Du lässt mich zwischen schlafen. Dein Pokémon-Team schläft schlapp aus. Ja, das ist es auch. Schlapp wie dein Mann. So. Hey du, das ist für dich. Ein Leuchtstein. Schön. Wann ist die richtige Jahreszeit, um zum Turm des Himmels auf Route 7 zu gehen? Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut mein kleines Baumwoll. Ja, ja. Du perverser alter Mann. So, was willst du von mir? Die Panero-Höhle hier auf der Route 6. Dort soll ein sagenhaftes Pokémon leben, das einst alle Pokémon der Einhaltregion vor den Flammen bewahrt hat. Falls du die Attacke surferst, die es dir erlaubt, übers Wasser zu gleiten, triffst du besagtes Kobalium womöglich. Ah, Kobalium, ein schönes Pokémon. Elektrolyt-Höhle. Ah, der Turner. Danke fürs Warten! Na, ich habe ihn anders gesprochen. Das ist schon so lange her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Danke fürs Warten. Nee, auch nicht. Das sieht mir ganz nach dem Netz eines Elektro-Pokémons aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat. Aber wenn es vielleicht auch ein Problem darstellt, dann will ich euch da gerne helfen. Ich bin schließlich Arena Latta. Als Werk, Rockheim, Mann. Tu, was du tun musst. Und diese Stimme ist sehr anstrengend. Hier, diese TM soll dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie hat eine Attacke, die du ruhig deinen Pokémon beibringen kannst. Dampfwalze! Yay! Ich mag Dampfwalze nicht. Ich spreche von Dampfwalze! Diese Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze sollte diese Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Jojo, geh jetzt endlich! Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist, aber wenn du, ich bin besser als du. Aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du von alleine. Wenn du dir etwas fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Diese Stimme ist echt anstrengend. Ach, und jetzt weiß ich, warum wir nicht weiter sind. Ich habe Janja vor dieser Asi-Arena rausgelassen. Bin ja gespannt, wenn ich mal die Folge sehe, wie Jan sich da geschlagen hat. Ein Klick erscheint. Wunderschön, und ich brauche es nicht. Adieu.
So, wir haben... Oh, Kleinstein hat Rauchball. Wie schaut's denn eigentlich unser Team aus? Grunzbert auf Level 34, Trollolo Level 19, Terrybug Level 25. Schade, dass die Terrybug nicht weiter trainieren. Und Bro Kolks hätte man eigentlich... Naja, okay. Egal. Hier entlang. Hier, Meister N, der Trainer, den du sehen wolltest. Danke. Du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern des Finstrios gemacht? Das sind Angehörige von Team Plasma, handverlesen Untergebene von G-Sys. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die das Voltula-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Wie können sie das machen? Die Elektrolithöhle. Ich liebe diesen Ort. Zu einem bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei. Du wurdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Ja. Nun ja, es sollte dich ja auch überraschen. Ich habe G-Sys von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finstrio darauf angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Charon jagt einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Belhin ist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du? Dich prägt keines dieser Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral. Gegenüber. Was auch wohl gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorn auf dich. Ich muss schon wieder gegen Team Plasma kämpfen. Also langsam bin ich deprimiert in diesem Spiel. G-Sys will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Ja, also ich habe mich jetzt definitiv mit dem Gedanken abgefunden, irgendwann mal einen Arena-Kampf zu machen. So, wir sind in der Elektrolithenhöhle und das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Wir haben hier Steinchen, die uns den Weg blockieren. Und wir haben hier so große elektrische Steinchen, die uns ein bisschen in Schock versetzt. Naja. Du, sag doch mal. Ach, ist Bell. Falsche Stimme. White, wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? So ist es doch nicht wahr, Professor? Ach, die auch noch. Warum muss ich denn mal reden? Ganz recht. Na, geht es dir gut, White? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die es dem Pokémon, die dem Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Vater hat mich darum gebeten, das Klick zu erforschen. Ein Pokémon, das wie ein Zahnrad aussieht, ich habe schon gesehen. Da ich mich bei meiner Forschung ja mit dem Ursprung der Pokémon beschäftige, dachte sich mein Vater wohl, dass er mit mir diese Aufgabe auch noch aufbrummen kann. Naja, ich liebe meine Forschung, also mache ich das gerne. Ach ja. Bevor ich es vergesse, das hier ist für dich, White. Ein Glücksei! Yeah. Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon gibst, bekommt es etwas mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen. Je stärker deine Pokémon sind, desto leichter wird es dir fallen, deinen Pokédex mit Daten zu füllen. Ja, das ist sehr gut. Ein Glücksei ist super. Weil ich werde irgendwann die nächsten Folgen jetzt dann mal ein bisschen trainieren, wenn mal Chris mal sein letztes Pokémon gefangen hat. Wie muss mein zweites übrigens auffangen? Ja, hier mein... Jetzt wollte ich schon Sedimantur sagen. Nein, mein Porkoloss ist eines meiner Pokémon, die ich auch im Endteam haben werde. Zack! Hey, was sagst du? Also, ich bin ja die Leibwache von Professor Esche. Naja, nicht, dass es wirklich nötig wäre. Aber auf jemanden, den wir gerne mögen, sollte man gut aufpassen. So, also, ich habe jetzt schon was gemacht, was ich eigentlich erklären wollte. Scheiße. Wir haben hier diese großen, elektrisch geladenen Steinchen. Das tut nicht weh. Ist nur angenehm. Und wir haben die schwebenden Steine. Diese schwebenden Steine können wir nur, definitiv nur in Richtung der elektrisch geladenen Steine verschieben. So, soweit klar? Also, ich zeig's euch mal. Ich könnte diesen Stein hier nicht nach oben verschieben. Nein, da bewegt er sich nicht. Ich könnte ihn nicht nach links verschieben. Meine Vögel rasten gerade deswegen aus, denn ich schiebe ihn jetzt nach rechts. So, und er wird angezogen. Zack. Schön. So, und wir haben einen Paraheiler. Und ja, jetzt schreien sie, weil sie zu blöd sind, nicht fliegen zu können. Also, sie können fliegen, aber sind halt zu blöd, ne? So, und wieder ein Klick. Hallo, Klick.
Oh, haben die... Hat Klick Schwebe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal Lebensstelle. Ja, ist okay. Nein, hat keine Schwebe. Ja, aber es macht halt nichts an Schaden. Ah, komm, vergiss es. Haben wir irgendeine TM? Haben wir Erdbeben oder sowas? Eigentlich wollte ich mein Fahrrad nicht holen. Egal. Schauen wir mal, was haben wir denn für TMs inzwischen? Dampfwalze. Hm. Naja, ne? Voltwechsel, Heimzahlung, Gegenstoß, Raub. Wir haben ja noch gar nichts. Also, da könnten wir schon mehr bessere haben. Wie ist denn eigentlich Lebensstelle? Lebensstelle ist nicht so stark. Ja, so. Lebensstelle hat 20, 100 ist erstmal auch noch speziell. Und wir sind ja so speziell mit Kleinstein. Komm, ich lerne ihn jetzt Dampfwalze. Dann hat er wenigstens eine gescheite, einigermaßen gescheite physische Attacke, die auch für Boden gut ist. So. Welche Attacke soll ausgesetzt werden? Natürlich in Lehmschelle. Ja, auch wenn die Genauigkeit sinkt, es kann ab und zu ganz praktisch sein, aber er macht damit halt keinen Schaden. So. Ja, wir können es dir mal zeigen, wenn das nächste Klick kommt. Dim, 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 dim. Ein WhatsApp. Hallo, WhatsApp. WhatsApp. Wow, okay. Ich will keinen WhatsApp töten. Die sind mir einfach... Stellt euch mir das vor. Also ein riesiges Brokkolos gegen so ein Mini-WhatsApp, was eigentlich ist... Ich glaube, WhatsApp ist das kleinste Pokémon der Welt. Glaube ich. Ja, der Pokémon-Welt. Und ich... Haben wir Schutz dabei? Es nervt mich ein bisschen. Schauen wir mal, was hier meine Dampfwalze Anschaden macht. Dampfwalze! Bam! Oh, ganz okay. Och Gottchen, das wird eine Weile dauern. Macht ja eh keinen Schaden. Oder kaum Schaden. So, jetzt eine Kopfnuss und dann war's das. Mhm. Sedimantor wurde besiegt, wird auch ein bisschen was geben. Oh, ich wollte den Schutz einsetzen. Oh, ein Kastanur. Mir fällt gerade ein. Das wird ja mein zweites Pokémon. Zack. Zack. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ne? Initiative sinkt. Angriff steigt. Verteidigung. War das steigen oder sinken? Keine Ahnung. Oh, egal. Kopfnuss. Wow! Ein Volltreffer. Nein. Oh, warum musst du jetzt einen Volltreffer machen, du Pokémon, du? Ja, jetzt weiß man schon, was ich als nächstes hole. Mann! Nein. Kacke! Ich wollte es jetzt noch als Geheimnis machen und dann kommt es. Dann erinnere ich mich. Ach ja, ich wollte ja eigentlich einen Tentantel haben. Nein, wollte ich nicht. Scheiße. So. Komm, nochmal. Ja, sehr schön. Okay, los, Kleinstein. Unser Kleinstein ist leider etwas stark. Kopfnuss, komm. Ja, 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 du darfst mich ruhig ein bisschen Schaden machen. Initiative sinkt. Angriff steigt. Verteidigung steigt. Okay, theoretisch müsste er überleben. Okay, gut, 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 Gyroball. Das wird wehtun. Au, ja, das hat wehgetan. Aua, aua, aua. Hyperbälle. Ja, wir haben schon zwei Hyperbälle. Sehr, sehr gut. Hopp. Und eins, zwei, drei. Plapp. Jawohl. Castrador wurde gefangen. Wunderschön.
So fühlt es sich. Also, fühlt es sich bedroht, wehrt es sich, indem es eine großzügige Salve Dornen abfeuert. Jawohl, wir haben einen Castrador. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Oder war, vielleicht hätte ich ihm doch einen Spitznamen geben sollen. Ah, wenn, dann kann ich es ihm immer noch geben. Ja, ich weiß, ich setze jetzt die Folge etwas arg in die Länge. Aber das ist mir egal. Das Let's Play wird... Ist doch egal, ob jetzt Let's Play jetzt eine Folge länger dauert oder nicht, oder? So. Ja. Ich benutze jetzt auch keinen Schutz. Ich gehe jetzt nämlich ins Pokémon Center und hol mir meinen Castrador. So. Aber die Erfahrungspunkte nehme ich mir mit. Dampfwalze. Rums! Die Waldfee. Da ist Klick. Hat seinen letzten Klick gemacht. So, ja, das sind übrigens Steine, die erscheinen können. Oder Gegner. Also wenn man über diese komischen erdbebenförmigen Haufen dann fährt, weiß nicht, wie man sie nennen soll, keine Ahnung. Es sind irgendwelche Erdhaufen, die sich aber anhören, als ob es ein Erdbeben gerade wäre. Dann kann es sein, dass man einen Blattstein, einen Donnerstein kriegt oder kleinere Steine. Kann aber auch sein, dass ein Gegner erscheint. Aber okay, das ist egal. So, ich muss jetzt nämlich noch ins Pokémon Center. Wir haben jetzt nämlich ein volles Team und ich hätte wieder einen Platz zu viel. So, aha. Ich schaue jetzt echt, ob wir einen Schutz haben. Oh, ein Follicorn. Ich liebe dieses Pokémon. Das ist so süß. Das ist so süß. Oh, süß. So. Beutel. Schutz. Muss hier irgendwas? Ne, hier ist es nicht. Hier ist es. Nein, haben wir nicht. Oder ist es doch hier? Doch hier. Super Schutz. Perfekt. Okay, danke. Nein! Oh, fuck. Mein Kleinstein ist fast tot, aber Felswurf wird er schon noch... Nee, doch nicht. Ja, sehr gut. Wieso ist Gelatini so verdammt schnell? So, Grunzbert. Ich werde mein neues Pokémon noch nicht einsetzen. Zack. Das ist sehr effektiv. Und Initiative steigt. Gelatini wurde besiegt. Und Grunzbert erhält Erfahrungspunkte. Und Quabbel wird eingesetzt. Quabbel ist natürlich jetzt super. Darüber, komm. So, wir haben schon einen Schluck getrunken. Knirscher! Fuck, ich habe fast keine Zeit mehr. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? So, danke. Oh, ich habe verloren. Ja, ich muss mich beeilen. Tut mir leid. So. Nein, fuck. So, Fahrrad. Fahrrad. Fahrrad, hopp. Hopp, schneller. Schneller! So, Pokémon Center. So, schnell ins Pokémon Center. Lauf! So, ja. Rubins bitte. Und bewegen. Komm, schneller. Die einzigen Pokémon, die hier drin sind, sind von mir. Ich habe schon 4 Pokémon gefangen. Okay. Why not? Seems legit. So, okay. Hallo Trainer, ja, ich will heilen. Ich möchte fertig werden. Ja. Oh. Die Folge heute ist anstrengend. Warum kann Chris sich auch noch kein zweites Pokémon gefangen haben? Das nervt voll. Nur wenn man neue Pokémon haben will, oh, erst ins Pokémon Center rennen und das Team wieder klar machen. So. Jan wird sich fragen, wie weit wir denn gekommen sind, weil es ist nämlich, ja, klar. Aber okay. Wird schon lustig werden. Er hat... Oh, geil, es wird lustig. So, ich lasse Jan nämlich hier aus dem Kampf raus. Dann wird er nämlich hundertprozentig nicht wissen, in welche Richtung er muss. Oder warte, ich mach's anders.
So. Ich werde so sein. Okay, dann wird er nämlich... Werden wir schon sehen, was er macht. Okay, Leute, das war's erstmal mit Let's Play Pokémon Schwarz für heute. In der nächsten Folge wird dann Jan weitermachen. Danach kommt Chris. Und dann geht's weiter mit mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.